Sie lieben die wilden Ecken im Garten. Aber es muss auch nicht gleich ein Naturgarten sein, um Igel glücklich zu machen. In diesem Reihenhausgarten am Feldrand herrscht bei Nacht ein erstaunliches Treiben. Das zumindest zeigen die drei Überwachungskameras an den Zäunen. Wir hatten letztes Jahr, von denen, die wir wiedererkannt haben, weil wir eine leichte Markierung angebracht haben, 26 Igel. Aber es waren noch mehr, die hier durch die Gärten, es sind ja hier auch Gärten, die aneinander grenzen, die Reihenhäuser sind ja ideal dafür, wenn sie Durchlässe haben, haben wir 26 Igel, die hier durchmarschiert sind. Manche nur einmal, manche sind mehrmals, manche waren ganz regelmäßig den ganzen Sommer über da. Carina Görner und Dorit May sind im Igelschutz aktiv und haben ihren kleinen Garten so igelgerecht wie möglich gestaltet. Viele Versteckmöglichkeiten, Durchschlüpfe im Zaun, sogar ein Igelhaus findet in einer Ecke Platz. Das ist es eben gerade nicht, dass der Garten komplett verwildert sein muss, sondern das reicht eigentlich aus, wenn man kleine Ecken bereitstellt. Na, man kann ja trotzdem noch sein ganz normales Gartenleben als Privatperson mit der Familie führen, die Sitzecke haben. Aber so eine kleine Ecke, das tut keinem Garten weh. Da kann man ganz leichtes Totholz vom Heckenschnitt oder das Laub vom letzten Jahr aufschichten. Und wenn man es richtig gut meint, kann man noch ein kleines Igelhaus mit einbetten, muss man aber nicht. Igel sind wunderbare Nestbauer. Neben Verstecken brauchen die Stacheltiere vor allem tierische Nahrung. Gift und Schneckenkorn sind im Igelgarten verboten. Eine offene Kompostklappe aber und heimische Pflanzen, die viele Insekten anziehen, das alles hilft den Igeln beim Überleben. Trotz aller Zuwendung, immer wieder verletzen sich Tiere oder werden krank. Die Igelschützer päppeln sie dann auf und auch die Gartenigel kriegen immer etwas extra Futter. Igel füttern ist besonders wichtig, wenn man ihnen eine gute Starthilfe geben will. Also nach dem Winterschlaf ist es ganz, ganz wichtig, dass man vor allen Dingen Wasser dastehen hat und getreidefreies Katzenfutter zum Beispiel als ganz leichten Einstieg mit ein bisschen Rührei vermengen, fertig ist das Igelfutter. Und im Herbst ist auch noch mal ganz, ganz hilfreich, wenn sich die Igel noch den letzten Speck für den Winterschlaf anfuttern. Da sollte oder könnte man auch noch zufüttern. Gefahren lauern trotzdem überall. Damit die Kellertreppe nicht zur Todesfalle wird, können wir sie einfach mit Zwischenstufen entschärfen. Jetzt können sich die Tiere selber befreien. Schwieriger ist es, sie vor motorisierten Gartengeräten zu schützen. Für die Igel im Garten ist momentan der Trend hin zu immer mehr elektrischen Gartengeräten sehr, sehr gefährlich. Rasentrimmer sind nur ein Beispiel, aber gerade besonders im Kommen sind ja die Mähroboter, die viele auch nachts laufen lassen. Und selbst wenn die einen Funksensor haben, werden die kleinen Tiere wie Igel, aber auch andere kleine Tiere nicht erkannt und damit sehr, sehr gefährlich verletzt. In Gefangenschaft können Igel mehr als 10 Jahre alt werden. In unseren Gärten schaffen sie das nur selten. Dabei braucht es gar nicht viel, um ein Igelleben einfacher und sicherer zu machen.